Hey ho Leute und willkommen zum dritten Kampf von Clash of Gyms. Heute mein Team gegen Romantia Fashionistas und zwar das Team von Yoshi. Hallo Leute und auch von mir herzlich willkommen zum Clash of Gyms. Wie ihr gerade bemerkt habt, ist das die erste Aufnahme, wo alles live passiert, also wo ich mit dem Gegner auch live reden kann, also das ist wow. Und ja, ich hoffe, da verraten wir nicht irgendwas, aber denke eigentlich, das dürfte eigentlich funktionieren. Ja, das wird bestimmt schon klappen. Und ich denke, wir fangen einfach mal direkt an, oder? Also ich bin bereit. Ja, gut, dann. Also, bei mir schaut's aus, sollte eigentlich jeder von meinen Zuschauern schon kennen. Ich habe Team Elektro, was für eine Überraschung. Und Yoshi hat das Team Fee. Wen er alles parat hat, das werden wir dann eh gleich sehen. Und das kann sehr spannend werden. Oh ja, ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich schon tierisch drauf. Ich mich auch. Leute. Mal schauen, was so rauskommt. Ich habe da so eine Vorahnung, dass ich habe irgendwie den Verdacht, dass er zwei Pokémon mitnimmt, von denen ich wirklich zu 100% sagen kann, dass er sie mitnimmt. Und mal schauen, ob das jetzt wirklich stimmt. Ah. Ja, ich habe jetzt auch schon mir ein paar Sachen überlegt, was du wahrscheinlich mitnimmst. Und mal schauen, wie nah ich wirklich dran bin. Ja. Das werden wir gleich sehen. Oh, okay, mit Klavion habe ich gerechnet. Mit Klavion habe ich zu 100% gerechnet. Und Felinara war die zweite. Genau die zwei. Okay, wenn ich mir dein Team so anschaue, ist es eigentlich auch so ziemlich so, wie ich es erwartet hätte. Eigentlich hätte ich sogar noch Raikou erwartet. Ah, ich habe stattdessen Luxtra mitgenommen. Aber mal schauen, wie es ausgeht. Elektro-Typ und auf vier Beinen läuft das selbe drauf raus. Genau. Jetzt aber nur die Frage, was wird als erstes drankommen? Also eigentlich ist das erste das Wichtigste und der Rest ist eigentlich nebensächlich, wie man das dann sortiert, meiner Ansicht nach. Okay, sehr schön. Also der Kampf startet, es passt alles. Los geht's. Du bist ein Mädchen? Ja, ich habe mich tatsächlich für das Design des Mädchens entschieden, weil ich die einfach lieber mag. Einfach, weil jedes Mal, wenn ich Briggs sehe, also den männlichen Hauptcharakter, denke ich eigentlich, das ist doch... Ist es jetzt eigentlich seine Frisur oder seine Mütze? Auch wenn es eigentlich mittlerweile bekannt ist, es ist seine Mütze. Okay. Aber irgendwie habe ich damit gerechnet, dass Diancie kommt. Obwohl mir jetzt wahrscheinlich mein Voltulla nix bringen wird, habe ich mich trotzdem dafür entschieden, dass ich ihn nehme. Ganz einfach aus zwei bestimmten Attacken. Klebenetz, yay. Wer hätte es gedacht? Oh nein, Tarnst. Okay, wir beide haben Nachteile, immer wenn wir auswechseln. Ja gut, dann nehme ich aber noch etwas. Oh, das Lichtschild. Ja. Ja, und du kommst sofort mit einer Attacke. Wow. Und der Fokusgurt. Genau. Sehr schön, Verteidigung steigt. Kann man immer gebrauchen. Jetzt nur die Frage, was setze ich ein? Ich denke... Ja. Ich nutze mal meine Fähigkeit. Der Donner, der Nein! Mit Facettenauge. Mit Facetten. Und deins auch. Und das gibt's doch nicht. Ah, schöne Nullrunde. Genau. Ich weiß nicht, hast du den letzten Kampf von mir und Spore gesehen? Da hast du, glaube ich, gegen Stahl gekämpft, ne? Ich glaube schon, ja. Wo er seins ausgewechselt hat, sein Metagross, und ich einfach Brille eingesetzt habe und sein aktives, was er ausgetauscht hat, nochmal ausgetauscht habe und nochmal Metagross drankam. Ja, das habe ich gesehen. Das war
Komisch. Ja, endlich. Ja. Wie viel ist die, wie hoch ist die Chance? Ich glaube 7%, ne? Na? Ich weiß nicht. Oh, rote Karte. Und die rote Karte. Sehr schön. Nein. Nächstes Mal, wenn ich ihn einsetze, ist er eh down. Verdammt. Ah, Diamantsturm. Ja. Aber Magnissone, das ist halt ein Pokémon, da will ich jetzt nicht unbedingt so gern drin bleiben. Ja. Gewöhnlich. Mal schauen, was du so machen wirst. Höchstwahrscheinlich auswechseln. Ja, genau. Klar, ist das Beste, was ich machen kann. Sora. Ah, als ob du gewusst hast, dass ich das einsetze. Na klar. Aber das ist normal effektiv, soweit ich weiß. Oh. Ja. Ja, hat trotzdem guten Damage. Ach. Damit es ein bisschen fair bleibt. Erstmal auch ich mein Lichtschild. Dann stärke ich mal mit Reflektor. Hm, auch nicht leicht. Ja, aber dafür Lichtschild ist down. Dafür kommt jetzt dann eben der Lichtschild. Ich glaube, ich sollte das immer sagen, wenn da steht, schon Kampf beginnt. Das kannst du nämlich sagen, du greifst an oder wechselst oder sonst was. Genau. Das war jetzt ein kleiner Fail von dir. Das kann ja mal passieren, ist Live-Kommentar, wir machen schon sowas. Und der Schaden, der ist einfach mal süß. Ja. Besonders, weil ich denke, egal ob ich nochmal Lichtkanone einsetze oder nicht, der nächste Schlag würde dich down machen. Auch mit deinem Lichtschild. Oder ich kann auch eine Elektroattacke oder eine Normalattacke einsetzen. Wer weiß, wer weiß. Oder ich kann nochmal Lichtschild einsetzen. Einfach zum Trollen. Genau. Na, dann bringe ich allerdings auch mal meinen Reflektor raus. Und überlebt. Sehr schön. Ah, das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Gut. Im Endeffekt bleibt es gleich, was du eintauscht, weil... Also keine Magnetfalle drauf. Nein. Ah, Altaria, verdammt. Ja. Jetzt musst du eigentlich deine Megaform einsetzen. Oder wieder austauschen. Ja, dazu bin ich ja gezwungen. Ach, dann ist es ja noch besser. Gut. Dann bleibe ich auch mal dabei. Das ist ja dann sehr effektiv, soweit ich weiß. Ja, schauen wir erstmal, ob ich nicht vielleicht schneller bin. Na, ich glaube schon. Ja. Erdbeben. Oh, nice. Ich bin down. Oder nicht? Haha! Oder auch nicht. Scheiße, stimmt ja, der Reflektor. Dafür bist du aber fast down. Er reicht nicht aus. Ach. Verdammt. Ah, Mist. Na, jetzt ist für beiden irgendwie doof. Ja. Ich muss ihn eigentlich opfern, denn egal ob ich austausche oder nicht, er würde irgendwann Schaden bekommen. Das würde ihm den Rest geben. Ja, Tarnsteine dürfte eigentlich ausreichen, auch mit Resistenz. Ja. Gut, dann ist jetzt die Frage, wen setze ich ein? Wen? Ich hab da schon mal einen Plan. Ah, wollte los. Ja. Oh, die Tarnsteine, ach komm. Ah. Aber wir machen einfach ganz normal weiter. Schau, ob das rausreicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und... Ja, es reicht. Nein!
Nein! Das doch. Gibt es doch nicht. Trotz Reflektor. Oh, ist der Reflektor noch draußen? Der Reflektor war noch drin, ja. Der Reflektor war noch drin. Also, Respekt an mein Flausch. Die Tarnsteine, die verdammten Tarnsteine. Ah. Kann gut sein, dass ich die wirklich gebraucht habe. Ja. Ich denke aber, Zaplarang könnte schneller sein, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, auf was du dein Altaria gesetzt hast. Ja. Erstmal Ruhewort. Mal schauen. Sollte ausreichen. Obwohl, ich habe dich ja vorhin fast ge-one-hitted. Ah, da war es eine Step-Attacke von Magneson. Ja. Ja. Definitiv. Ja, aber da ist der Lichtschild weg und... Ah! Ah, es... Nein, er versucht's wieder. Er versucht's wieder. Jawoll. Aber es reicht nicht. Jawoll. Na endlich. Und auch noch Volltreffer, also egal. Ja, der war sehr wichtig. Also der Kampf hat's bis jetzt richtig drauf. Ich habe so gut wie 3 Pokémon schon verloren. Weil mein Voltulla überlebt das nicht mehr. Es hat nur noch 1 KP. Ja, super. Ah, war klar. Mach mal dich ein bisschen langsamer, als du eh schon bist. Wobei das mit meinem tollen Sträucher egal ist. Ah, ja, stimmt. Lichtschild. Ach, komm. Trotzdem musst du jetzt leiden. Das ist leider noch der Reflektor weg. Na gut. Luna. Oh, Fedinara. Hallöchen. Für dich habe ich etwas anderes. Okay, was anderes? Oder soll ich das machen oder nicht, ist jetzt die Frage. Klar, mach ruhig. Ach, bleibt sich gleich. Ich bleib beim Altbewährten. Lichtkanone. Dürft's eigentlich recht gut wegstecken. Ja. What perfekt. The fuck? Wundervoller, spezieller Bulk von Fedinara. Ziemlich gute HP oder KP. Je nachdem, wie es jetzt bei Pokémon heißt. Heftig. Und Lichtschilde. Heftige Scheiße. Ah. Oh. Verdammt. Was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, dann gehen wir mal mit ihm hier ran. Ah, Zapdos. Das ein schönes Pokémon, aber man sieht ihm eigentlich überhaupt nicht an, dass es shiny ist. Ja. Toxin. Ja. Nebenbei noch ein bisschen was machen. Oh, die Schallwelle, verdammt! Oh, ja. Da hast du deinen Trumpf. Auf Luna ausgesetzt. Boah. Ja. Bleibt mir eigentlich nur noch Luxtra, weil Voltulla ist Tarnsteine One-Hit. Aber wir senken mal schön deinen Angriff. Ja, den brauche ich auch unbedingt. Ist die Frage, was setze ich ein? Ja, wir gehen einfach mal auf Step-Attacke.
Stromstoß. Wow. Ja, tut Das ordentlich war weh. heftig. Aber die Schallwelle, die dürfte eigentlich ausreichen. Und du hast gewonnen. Und ich habe gewonnen. Damn. Dein Filinara ist wirklich, wirklich hammerhart. Ja, Joystacks, Filinara kann schon ordentlich reinhauen. Tschüss, Shiny Voltula. Es sieht so schön aus. Man muss so schön sterben. An wen geht eigentlich jetzt der Kill von Voltula? An Filinara, weil es drin war, oder an Diancie, weil die Tarnsteine? Ich denke an Diancie. Ja, Diancie, zweiter Kill. Oh Mann. Okay. Wie ist der Kampf jetzt ausgegangen? 4:0. Damn. Das ist doch etwas heftig. Obwohl ich gedacht hätte, dass ich mindestens 5 killen werde. Mindestens 5. Okay. Aber ich habe nicht gedacht, dass dein Filinara so stark ist, deswegen. Wäre dein Filinara nicht so heftig drauf gewesen, dann hätte ich ihn in der zweiten Runde wahrscheinlich auch drauf haben können. Ja, aber Schallwelle von dem Filinara mit Feenschicht und Joystacks. Ja, das ist schon heftig gewesen. Wen hattest du sonst noch über? Azumarill hatte ich noch, brauchte ich überhaupt nicht. Ja, Azumarill. Trixie war noch dabei, brauchte ich auch überhaupt nicht. Und Moment, ich schaue gleich mal nach. Gardevoir, oder? Nee, Gardevoir glaube ich nicht. Elfen oder Torgekiss dann? Oder Sabaino? Sabayone. Ah ja, Diancie, Flausch, mein Altaria, Pixie, Felinara, Klavion und Azumarill. Also Azumarill und Pixie waren halt nicht drin. Ah, okay. Und Mann. Flausch, also Altaria und Klavion sind draufgegangen. Ja. Aber es war ein schöner Kampf, auch wenn es sehr kurz war. Ja, aber Hauptsache es macht Spaß. Das stimmt auch wieder. Das stimmt. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch der Part, der Kampf gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like und einen Kommentar. Der Kampf von Yoshi wird leider nur bei mir zu sehen sein, denn er kann ja nicht selber aufnehmen und hochladen. Er lässt es von seinem Gegner oder von einer dritten Person machen. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Kampf mit Clash of Gyms. Haut rein, meine Lebensteiler. Tschüdelü. Adios!